In der Wissenschaft, gerade in der Vermessung, interessiert uns eher die Sensorik. Ich habe immer gesagt, das System selber, das Flugsystem, das UAV, Unmanned Aerial Vehicle, ist im Prinzip ein fliegendes Stativ, auf dem unsere Sensoren platziert werden. Und wir entwickeln eher an der Sensorik, das heißt auf der einen Seite die Navigation, auf der anderen Seite die Sensorik, die Daten aufnimmt, um daraus Vermessung zu machen. Wenn wir uns auf die Navigation beschränken, dann ist es wichtig, bestimmte redundante Systeme zu haben, auch einmal um sicheres Fliegen zu haben und eine genaue Navigation hinzubekommen. Das eine sind natürlich das sogenannte GNSS, das heißt Global Navigation Satellite System, das heißt, es gibt verschiedene Satelliten, mit denen wir dann die Signale messen können und daraus die Position in Echtzeit sauber ableiten können. Dazu gibt es noch Inertialsysteme, die im Grunde genommen in Kombination mit dem GPS oder GNSS letztendlich die Navigation, eine saubere Navigation ausmachen. Bei der Aufnahmesensorik ist es so, dass überwiegend Kameras dort eingesetzt werden. Das sind normale Spiegelreflexkameras oder Konsumerkameras mit einer bestimmten Auflösung. Darüber hinaus können Infrarotkameras eingesetzt werden oder auch mittlerweile auch Hyperspektralkameras für verschiedene Anwendungen, sei es Forstwirtschaft, Landwirtschaft oder letztendlich auch Inspektionen oder Gebäudevermessung oder Trassenvermessung. Da gibt es so viele Applikationen mittlerweile, die kann man gar nicht aufzählen. Wichtig dabei ist, und das ist jetzt bei uns in der Forschung ist, wie können wir diese Sensorik so weiterentwickeln, dass sie a. kleiner wird, günstiger wird und genauer wird. Und das ist, denke ich, an den Hochschulen ein Thema. Und letztendlich, wie können wir solche ein Multisensorsystem, was es ja eigentlich ist, so ein, ich sag mal, fliegendes Stativ mit den entsprechenden Sensoren dran, wie kann man das optimal in gewissen Applikationen einsetzen?